Ui, die Kleine kommt ja schnell zur Sache. Oh, Frau Brandner, das ist ja eine Überraschung. Ich fand Ihre Überraschung alles andere als nett. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, aber bitte setzen Sie sich. Darf ich Ihnen was anbieten? Eine Erklärung wäre nicht schlecht. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Könnten Sie ein bisschen weniger kryptisch sein? Gut, dann eben deutlicher. Sie haben mir in den Ohren gelegen, wie sehr Sie Ihren Sohn vermissen. Und ich habe tatsächlich schon versucht, Ihnen Zugang zu Hannes zu verschaffen. Ist das so? Ja, das ist so. Ja, das steht mir als Mutter auch zu. Man hat mir Hannes zu Unrecht entzogen. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, seit Sie mir diese Erpressungs-MMS geschickt haben. Eine Erpressung? Oh mein Gott. Wer außer Ihnen sollte denn Interesse daran haben, mich unter Druck zu setzen? Ansgar? Kommen Sie, für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Naja, im Mensa-Club der Superhirne werden Sie nicht aufgenommen. Sonst hätten Sie sich freiwillig auf meine Seite gestellt. Aber Sie wollen es ja lieber auf die harte Tour.